Wie in allen Bereichen des alltäglichen Lebens stellt sich auch in der Fährschifffahrt die Frage nach umweltfreundlichen Lösungen. Eine auf den ersten Blick vielleicht abwegige Lösung scheint da der Einsatz von Alkohol als Schiffstreibstoff zu sein. Denkt man dabei doch zunächst an Getränke aus dem Supermarkt. Aber wie kann ein Antrieb mit Alkohol funktionieren? Und ist das Ganze dann wirklich umweltfreundlich? Wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit aus? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Fernews Zukunft. Hier werden Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Fährschifffahrt einfach und verständlich dargestellt. Dabei werden technische Zusammenhänge erklärt, einzelne Schiffe näher vorgestellt und zukunftsweisende Technologien erläutert. Wenn du davon in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal. Zugegeben, der klassische Trinkalkohol eignet sich aufgrund des verhältnismäßig geringen Ethanolgehaltes nicht unbedingt so gut als Treibstoff für Schiffe. Und auch bei hochkonzentrierten Ethanolkraftstoffen, wie sie beispielsweise als Benzingemisch in Super E10 vorhanden sind, sind die Eigenschaften des Kraftstoffes nicht optimal. Doch es gibt auch noch weitere Molekülverbindungen, die als Alkohole bezeichnet werden. Beispielsweise Methanol. Methanol besteht aus einem Sauerstoffatom, das in eine Methangruppe eingefügt wird. Methanol kann beispielsweise aus Erdgas, Kohle, Biomasse oder auch aus CO2 gewonnen werden. Bei der Herstellung von erneuerbarem Methanol kann CO2 als Rohstoff genutzt und der Kraftstoff somit klimaneutral genutzt werden. Methanol kann entweder als Ersatztreibstoff in Ottomotoren eingesetzt werden, in Direktmethanol-Brennstoffzellen als Energieträger genutzt werden oder in solchen Brennstoffzellen eingesetzt werden, die einen vorgeschalteten Katalysator haben, der aus einem Methanol-Wassergemisch schlussendlich Wasserstoff gewinnt. Durch die Verwendung von Methanol sinken Schwefelemissionen um 99%, Stickstoffemissionen um 60% und Partikelemissionen um 95% im Vergleich zu traditionellen Treibstoffen. Wird das Methanol aus erneuerbaren Rohstoffen gewonnen, spielen auch die CO2-Emissionen keine große Rolle mehr. Bei der Stena Germanica, einem Schiff mit der Möglichkeit, Methanol als Haupt- oder Ergänzungstreibstoff zu nutzen, können durch die Nutzung von Methanol 25% des traditionellen Treibstoffs eingespart werden. Technisch handelt es sich bei dieser Fähre um eine sogenannte Dual-Fuel-Lösung, die es erlaubt, die vier Motoren der Fähre sowohl mit Methanol als auch mit traditionellem Treibstoff wie Marine Gas Oil anzutreiben. Der Seeverkehr und die Stahlindustrie sind zwei der größten CO2-Emittenten der Welt. Mit 2,5% bzw. 6-8% Anteil an den globalen Emissionen. Im Rahmen des EU-Projektes FRESME wurden die Möglichkeiten untersucht, CO2 aus der Stahlproduktion zu Methanol für die Schifffahrt umzuwandeln. Neben dem schwedischen Stahlproduzenten SSAB ist Stena Line eine von mehreren Projektpartnern. Die Stena Germanica wird seit 2021 mit Methanol, welches aus der CO2-Emission der Stahlproduktion gewonnen wird, betankt. Somit können die Klimafolgen in beiden Bereichen bedeutend reduziert werden. Zusätzlich lässt sich Methanol als Flüssigkeit leicht lagern, transportieren und verwenden, weshalb dem Alkohol Methanol auch die Rolle als Energiespeicher erneuerbarer Energien zugetraut wird. Methanol kann jedoch sehr gefährlich und giftig sein, vor allem, wenn man es nicht sorgfältig und sicher handhabt. Die Einnahme von Methanol kann zur Erblindung oder bei höheren Dosen
auch zum Tod durch Atemlähmung führen. Das Gefährliche ist, dass sich Methanol im Geruch und Geschmack nicht von Ethanol unterscheiden lässt. Deshalb funktioniert die menschliche Gefahrenerkennung bei Methanol nicht. Mit ein wenig gesundem Menschenverstand sollte man jedoch sowieso auf den Konsum von Treibstoffen verzichten, sodass dieses Argument auch nicht so schwer wirkt. Derzeit ist Methanol jedoch aus Kosten- und Logistikgründen keine wettbewerbsfähige Alternative zu traditionellen Treibstoffen. Grünes Methanol ist zudem nicht in großen Mengen auf dem Weltmarkt verfügbar. Bei der Nutzung von fossilem Methanol wird somit wieder umweltschädliches CO2 ausgestoßen. Außerdem ist selbst mit Subventionen die Umrüstung einer Fähre auf Methanolverbrennung teurer als ein Abgaswäscher, einen sogenannten Scrubber, nachzurüsten. Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass Methanol durchaus eine Zukunft haben kann. Sollte sich die Angebotssituation für grünes Methanol auf dem Weltmarkt verbessern, kann Methanol insbesondere in Verbindung mit Batterien oder Brennstoffzellen als umweltfreundlicher Treibstoff genutzt werden. Ebenfalls wird Methanol als Energiespeicher diskutiert, da dieses flüssig und deutlich einfacher zu handhaben ist als beispielsweise Wasserstoff, jedoch schnell wieder mit einer entsprechenden Brennstoffzelle zu Wasserstoff umgewandelt werden kann. Sollte der Preis für Methanol sinken und sich somit ein lukrativer Betrieb anbieten, werden einige Fährreedereien mit Sicherheit auch über Methanol als Antrieb nachdenken. Dies jedoch vornehmlich für Neubauten. Deutlich weiter verbreitet ist jedoch heutzutage bereits LNG als Treibstoff für Fährschiffe. Was es damit auf sich hat und warum LNG nicht unbedingt die Technologie der Zukunft ist, erfährst du in der letzten Ausgabe Fairnews Zukunft. Klicke dazu einfach auf die Infobox oder den Link in der Videobeschreibung. Danke, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like und ein Abo da. Bis bald!